Heute ist der Tag endlich mal gekommen, wo wir mal etwas Zeit haben und anfangen können mit unserem langwierigen Projekt, dem Umbau des E46 Kompakt mit der Technik des M5 E39, sozusagen Motor S62, Getriebe und eben Hinterachse mit Differential vom M3 E46. Ja, und da fangen wir jetzt eben auch gerade an. Hinterachse haben wir ja schon bekommen. Und jetzt geht es erstmal an mit dem Zerlegen der Hinterachse. Wir machen ja erst nochmal alles schön sauber, damit sich die Arbeit eigentlich auch überhaupt lohnt. Das heißt, wir bauen jetzt erst einmal das Differential aus mit den Lenkern, die am Hinterachsträger befestigt sind. Der Lenker selber wird natürlich auch komplett vom Rost befreit und dann auch schön lackiert. Ja, und das sind jetzt die allerersten Arbeiten, die wir jetzt an dem Projekt starten. Da geht es natürlich erstmal damit los, alles schön mit Rostlöser einzusprühen, damit die Teile sich auch einigermaßen problemlos von der Hinterachse befreien lassen. Du fängst jetzt an mit dem Lenker seitlich. Ja, genau. Das heißt in Fahrtrichtung rechts, der Lenker hier drüben. Das ist das Erste, was wir jetzt machen. Der ist an der Hinterachse befestigt, genau, nämlich hier. Dazu können wir erstmal die Verschraubung lösen und die Schraube herausziehen. Und dann hat der noch die Pendelstützen vom Stabilisator, die am Lenker festgeschraubt sind. Und eben der rechte hat auch noch vom Xenonlicht den Sensor, den Stand der Höhe weitergibt. Den müssen wir hier auch noch abbauen. Und ja, wir fangen jetzt mal an, die ersten Sachen einfach der Reihe nach auszubauen. Und schauen uns dann mal die komplette Achse an, wie die überhaupt vom Zustand her ist. So, die erste Schraube. Die erste Schraube haben wir schon draußen, genau. Jetzt geht es dann gleich hier drüben weiter. Am Lenker. Einfach mal mit der Stütze hier oben, würde ich sagen. Also mit der Pendelstütze. Die ist hier festgemacht, ja, genau. Und zwar hat man unter zwei 13er Muttern, also Schlüsselweite 13. Und oben zum Gegenhalten wäre es Schlüsselweite 17, die Schraube. Und dann kann man diese Halterung eigentlich komplett abschrauben. Jetzt nehmen wir den Sensor ab vom Querlenker. Der ist nur mit einer Schlüsselweite 10er Mutter befestigt. Passt. Gut, und jetzt haben wir eigentlich noch eine Befestigung, nämlich außen am äußeren Radträger. Ja, den können wir ruhig hängen lassen so. Und das ist eben diese Schraube hier drüben. Die haben wir auch vorher natürlich schön eingespült wieder mit Rostlöser. Ich glaube, das müsste Schlüsselweite 18 sein. Ja, genau. Verlängerung. Jawohl, das ist locker. So, die Schraube klopft man dann wieder vorsichtig raus oder mit der Verlängerung. Einfach, dass man das Gewindebein nicht aufbaut. Die geht recht leicht drauf. Nur aufpassen, dass das Gewindebein nicht kaputt geht. Ja, und jetzt können wir mal schauen, ob sich der Lenker jetzt schon herausnehmen lässt. Dann hätten wir wenigstens schon mal ein Teil ausgebaut. Ja, aufpassen mit dem Sensor hier, genau. Und jetzt da unten rausfummeln. Na, also, das ist schon mal das erste Teil, siehst du? Gut. Und so geht es ein Stückchen weiter. Wir machen auf der anderen Seite gleich das gleiche. Auf der anderen Seite. Hier geht es weiter und dann kommen die unteren Lenker dran und irgendwann haben wir dann auch das Differential zum Ausbauen und die Einzelteile alles vor uns liegen, dass wir dann mit dem Arbeiten anfangen können. Bevor wir jetzt den linken oberen Lenker ausbauen können, da blockiert die Schraube, die hier drin ist, am Hinterachsdifferential. Dazu bauen wir jetzt einfach vor das Differential aus und zwar wird erstmal hier in Fahrtrichtung rechts die vordere Schraube herausgedreht.
Die Schlüsselweite 21. Und dann ist an der hinteren Seite des Differentials sind zwei Schrauben im oberen Bereich, Torx-Schrauben. Die kriegen wir auch gleich raus. Hier steht die Schraube noch am Differential etwas an, die eben zu dem Lenker hier oben dazugehört. Deshalb eben jetzt gleich der Ausbau des Differentials. Das sind eben hier die zwei Schrauben am Träger im oberen Bereich. Das sind eben Torx-Schrauben. Hier sieht man auch schön die Kühlrippen vom Hinterachsdifferential von M346 hier unten. Das ist natürlich ganz gut, wenn man ein Auto bauen will, ja, das etwas höhere Geschwindigkeiten verträgt. Wir nehmen das Differential nach hinten raus und dazu machen wir jetzt auch noch einen Stabi am Hinterachsträger lose. Das sind insgesamt nur 4 Imbusschrauben. Dann haben wir die Möglichkeit, das Differential nach hinten rauszuziehen. Jetzt können wir den Stabi komplett abnehmen, unten fallen lassen, genau, stört jetzt nicht mehr. Und ja, jetzt können wir versuchen, das Hinterachsdifferential nach hinten rauszuziehen. Wunderbar. Das sieht gut aus. So, und schon haben wir unseren Träger fast zerlegt da liegen. Jetzt fehlen noch die unteren Lenker hier unten. Jetzt kommen wir auch erst an die Schrauben hier im vorderen Bereich des Lenkers ran. Vorher wären wir da eh nicht hingekommen. Das bauen wir jetzt auch erst noch ab. Und dann kommt eben noch der äußere Teil Richtung Radträger außen ran. Und das sind noch ein paar Schritte. Und schon haben wir die erste komplette Sache am Fahrzeug zerlegt. Erst jetzt kommt man an die Schrauben von dem unteren Querlenkern ran, nämlich dann, wenn die Hinterachsdifferential komplett herausgebaut ist. Ein kleiner Hinweis, wenn man mal wirklich das Problem haben sollte, den unteren Lenker zu tauschen, da muss auch das Differential vorher erst herausgebaut werden. Weil die Schraube nämlich dann zur Mitte zum Differential hin herausgezogen werden kann. Auf der anderen Seite ist nur ein Gewinde und die Schraube selber kommt dann nach hinten raus. Gut, jetzt können wir den Lenker einfach rausziehen und auf der anderen Seite bleibt nur noch das Hinterachsträger übrig und das gleiche machen wir jetzt noch auf der Radrichtung rechten Seite. Und ich denke mal, dann haben wir den Träger soweit da, dass wir anfangen können mit dem Bearbeiten. Gut, jetzt haben wir die rechte Schraube auch draußen vom unteren Lenker. Die können wir dann auch nach innen hin rausziehen. Und dann sieht man eben hier noch der Rest vom Handbremsseil. Den hat der Vorbesitzer vorne abgeschnitten. Brauchen wir sowieso dann wieder komplett neu. Da können wir vielleicht sogar von unserem alten Kompakt irgendwas übernehmen. Das ziehen wir dann hier einfach nach hinten hin raus. Und jetzt müsste man eigentlich den Lenker komplett nach außen ziehen können. Ja, die Antriebswelle ist auch schon unten. Ich halte mal den Lenker hier fest. So. So, und schon haben wir die Teile einzeln da liegen. Hier haben wir jetzt das Lager, das unten an der Karosserie beim E46 seitlich eingebaut ist. Und da haben wir ja schon mal beim anderen Video hingewiesen darauf, dass die Dinger recht gerne ja, kaputt gehen, die Gummilager. Hier sieht man schon auf den ersten Blick, dieses Lager ist komplett im Eimer. Das heißt, die Schraube ist noch drinnen, aber die ganze Einheit lässt sich ganz leicht mit der Hand hin und her bewegen. Wird natürlich jetzt auch gleich alles abgebaut, weil wir auch den unteren Lenker komplett wieder schleifen und lackieren. Und dazu einfach die Schraube in der Mitte mit Schlüsselweite 18 komplett herausschrauben. Und dann kann man die Halterung nach oben abnehmen. Und das Gummilager kann man dann
dementsprechend, wenn alles neu lackiert ist, wieder neu einbauen. Da kommen ja bei uns überall dann PU-Lager rein. Das kommt dann ganz am Schluss, wenn alles lackiert ist. Genauso wie hier an unseren Lagern von der Hinterachsträger. Die seitlichen Lager hier rechts und links und natürlich da hinten, die anderen zwei Lager werden auch alle dementsprechend alle ausgetauscht gegen PU-Lager. Die Unterquerlenker bauen wir jetzt auch vom Radträger ab. Da ist eine lange Schraube drin, die mit dem Exzenter ist, dass man unten auch den Sturz dementsprechend verändern kann. Das sieht man jetzt hier, da ist diese Schraube hier unten drin. Bevor jetzt die ganze Hinterachsträgereinheit lackiert wird und vor allem vorher entrostet wird, bauen wir noch die kompletten Gummilager, die vier Stück am Hinterachsträger aus. Einen gegenüberliegend haben wir schon ausgebaut und jetzt wird gleich der nächste ausgebaut. Dazu haben wir auch einen speziellen, selber angefertigten, so einen Haarträger und in der Kombination mit einem Spezialwerkzeug, wo man auch die Gummilager von den vorderen Querlenkern und so weiter auspressen kann, haben wir unten eine passende Scheibe genommen, die den richtigen Durchmesser hat. Und jetzt können wir mit der Gewindestange dieses Gummilager nach oben hin herausdrehen. Wichtig ist dabei immer schön warm machen mit dem Heißluftföhn oder eben mit dem Brenner, je nachdem was zur Verfügung steht. Und dann kann man vorsichtig, ganz langsam das Lager nach oben rausziehen und immer darauf achten, immer schön warm halten das Gummi, dass es immer langsam nach oben rausrutscht. Jetzt muss ich mich vor die Kamera hinstellen. Ja, muss auf der anderen Seite rüber. Ich gehe mal auf die Seite rüber hier. Genau. Jetzt kann man es nicht mehr sehen. So, ich halte hier da oben fest. So. Wenn es zu fest wird, dann einfach wieder ein bisschen warm machen. Dann geht es wieder leichter. Schön gleichmäßig langsam drehen. Gleichzeitig immer ein bisschen warm machen dabei. Genau, probieren wir einfach mal. Anheben. Ja, geht. Jawohl. Gut, da sehen wir jetzt, das Lager ist jetzt komplett ausgebaut. So sieht unsere Konstruktion auch nochmal aus. In der Mitte diese Gewindestange mit der schönen Mutter, den man schön drehen kann hier oben. Auf der anderen Seite eben das Gegenstück zum Halten. Dann haben wir hier unten nochmal so eine Befestigung gemacht, damit sich dieser selber gebaute Halter nicht andauernd auseinanderspreizt und abrutscht. Und damit können wir dann das wunderbar hier an dem Halter ausbauen, also im Träger ausbauen. Und jetzt haben wir schon das zweite ausgebaut. Und jetzt kann man noch zwei. Da drüben ist die zweite ausgebaute Stelle. Und jetzt drehen wir den Träger einfach komplett um und das geht auf der anderen Seite weiter. Übrigens, so sehen die Gummilager noch im eingebauten Zustand aus, die alten. Man sieht schon hier, wie sich rund um das Mittelstück, um das Metallteil, das Gummi komplett schon aufgelöst hat. Auf der anderen Seite genau das gleiche. Und hier, vor allem hier seitlich, sieht man es ganz gut, wie sich das schon komplett runtergearbeitet hat, das Gummi. Deswegen, das ist also, wie wir auch schon beim anderen Video gesagt haben, einer der Schwachpunkte vom E46. Gerade bei stärker motorisierten Modellen. Die Gummilageraufnahmen, irgendwann mal fangen die an auszuschlagen und im schlechtesten Fall überträgt sich das dann auch auf die Karosserie. Also in dem Fall, wenn es möglich ist, immer die Gummilager auch austauschen. Sonst hat man irgendwann mal die Gummilager komplett aufgelöst und die Schläge kommen dann auf die Karosserie. Und dadurch gibt es dann eben ab und zu mal diese ausgerissenen Hinterachsstellen an der Aufnahme von der Karosserie. Nur als Hinweis nochmal, so sehen die Lager eben aus, wenn sie noch eingebaut sind. Die sind auch unterschiedlich zu den vorderen beiden. Das sind jetzt die vorderen hier. Die sehen jetzt auf den ersten Blick nicht ganz so schlimm aus. Also das, was wirklich heftig auffällt, sind einfach die hinteren beiden. Jetzt kommen die Längslenker dran. Wir fangen an mit dem Ausbau der Antriebswelle. Dazu haben wir die mittlere Schraube schon etwas gelöst. Das ist eine Schlüsselweite 36 Vielzahn.
Genau, die Antriebswelle haben wir jetzt noch eingespannt hier im Schraubstock. Und jetzt werden wir die Einheit wieder rausnehmen und dann vorsichtig versuchen, mit Rostlöser erstmal die ganze Sache einzusprühen, dass die Antriebswelle sich dann hoffentlich nach hinten hin rausziehen lässt. Und wenn nicht, muss man ein bisschen nachhelfen. Das sehen wir jetzt gleich. So, die Antriebswelle hat sich sogar sehr schön durch den Rostlöser lösen lassen. Es ist die letzten Millimeter, die noch drin sind. Das heißt, jetzt gehen wir vorsichtig mit einer Verlängerung in der Mitte drauf, dass wir das Gewinde nicht kaputt machen können. Ich halte unten gegen und die letzten Millimeter, zack, das war schon, haben wir die Welle draußen. So, jetzt haben wir den Lenker da liegen. Das heißt, jetzt haben wir nur noch den Lenker da mit den Teilen, mit der Handbremse und dem Flansch, wo das Rad später wieder festgeschraubt wird. Und hier haben wir eben den Rest von der Antriebswelle. Man sieht, der Rostlöser hat das alles schön vorher eingeweicht, weil das kann teilweise richtig kompliziert sein, die Dinge auszubauen, vor allem wenn man hier oben beim Ausbauen auch noch das Gewinde beschädigt. Deswegen beim Klopfen vorher am besten noch die alte Mutter wieder drauf machen, Plan abschließen lassen und möglichst mehr die Mutter treffen als die Antriebswelle und möglichst auch nur mittig hier die Mitte draufhauen. Sonst macht man da zu viel kaputt. Und jetzt geht es auch weiter gleich mit. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt dann erstmal hier die Handbremsbacken weg und dann haben wir auch schöner Platz, um hier den Flansch abzunehmen. Und Radlage wird natürlich auch gewechselt und vor allem eben dieses hässliche Blech hier, das muss auf jeden Fall raus. Das ist komplett von... Das ist schon kaputt. Ja, das ist auf jeden Fall von der Lieferung kaputt gegangen. Ist auch ein bisschen rostig, also das heißt, kommt sowieso weg. Und natürlich auch das alles, was Handbremsbacken angeht, wird alles zerlegt. Und dann als nächstes kommt dann gleich hier der Flansch runter mit Abzieher. Das kommt als nächster Arbeitsschritt. Zum Ausbauen der Handbremsbacken befindet sich hier und hier drüben jeweils eine Feder. Das machen wir als allererstes. Da gehen wir einfach mit einem langen Schraubenzieher hier unten rein und heben die Feder vorsichtig aus, sodass sie nicht gleich komplett irgendwo weg hinfliegt. So ein bisschen hinterziehen und reinkommen. So, jetzt wäre ich dran. So, da ist sie schon weggeflogen. Und jetzt hat man hier auch schon die Möglichkeit, das Teil hier auseinanderzunehmen. Das gleiche ist nochmal auf der anderen Seite. Dazu können wir aber vorher diese Halterung ausbauen. Und zwar sind hier Federn, einfach ein bisschen runterdrücken und um 90 Grad verdrehen. Dann irgendwann kann man die Federn auch rausnehmen. Dann ist schon mal eine Seite ausgebaut. Und das gleiche auf der anderen Seite, ein bisschen runterdrücken, ungefähr 90 Grad verdrehen, egal in welche Richtung. Feder draußen. Und wenn es jetzt nicht zu sehr verrostet ist, müsste man eigentlich auch schon, ja genau, das, hier dieses schöne Einstellrad rausnehmen können. Ist auch noch schön beweglich, wird natürlich auch nochmal ausgetauscht später. Das heißt, hier kann man die Einstellung machen, wie weit die Bremsbacken anliegen sollen. Und hier drüben haben wir noch das Schloss. Da ist wie gesagt auch nochmal eine Feder. Das ist aber leichter zum Ausbauen, dadurch, dass die andere schon draußen ist. Einfach hier rein, Handbremsbacke raus. Und dort drüben ist die zweite Feder eingehängt und so kommt das dann eigentlich später mit dem neuen Bremsbacken wieder alles rein. Einfach nur merken, wo was hinkommt. Das heißt, hier kommt das Einstellrad rein, da ist das Schloss hier von der Handbremse. Kann man alles rausnehmen. Und hier drüben haben wir dann eben auf der anderen Seite, was man jetzt schlecht sieht, hier drüben ist eben das Einstellschloss, was die Handbremse festzieht. Wenn man drin am Hebel zieht, sieht man, das ist dieses Teil hier. Das ist auch ein bisschen verrostet, wie man sieht. Das wird auch alles neu gemacht natürlich. Kann man jetzt auch schon komplett ausbauen. Ist wie gesagt hier bloß eingehängt. Kommt dann später wieder so hier hinein. So, kommt auch raus. Und dann haben wir als letztes noch hier unser Handbremsseil. Das kommt sowieso weg. Ja, und jetzt haben wir auch schon Zugang. Wir umstellen nochmal zu den Teilen, die wir noch abbauen wollen. Nehme ich hier dieses schöne große Ankerblech, dieses Schutzblech für die Bremse. Hier haben wir die Schrauben außenrum wieder schön über Nacht einwirken lassen, einsprühen. Und dann kann man auch sofort hier uns an den Abbau des Flansches machen mit dem dahinterliegenden Radlager. Jetzt werden wir versuchen, den Flansch nach außen rauszuschlagen. Es gibt die Möglichkeit von außen mit einem Spezialwerkzeug, das Teil nach außen rauszuschlagen oder eben
In dem Fall, wenn wir das, den kompletten Lenker ausgebaut haben, geht es natürlich auch einfacher mit einer passenden Nuss mittig an den Flansch ansetzen und mit ein paar kräftigen Schlägen den Flansch versuchen nach außen rauszuklopfen. Jetzt ist er draußen. So. Gut, fest. Hier ist unser schöner Flansch. Also so geht es recht einfach zum Ausbauen. Wie gesagt, eine Möglichkeit wäre von außen hier mit einem Spezialwerkzeug das Teil rauszuschlagen. Und so geht man im Endeffekt genau an die Fläche ran vom Flansch und kann den Flansch nach unten rausklopfen. Hier sehen wir jetzt noch das andere Stück vom Radlager. Das werden wir jetzt auch noch dementsprechend abbauen. Das heißt, wir müssen den Flansch wiederverwenden. Und dazu muss das alte Stück Radlager raus. Und das andere Teil ist eben noch im Träger drin. Das bauen wir auch noch aus. Jetzt erst immer so weit, dass wir das Ankerblech von der Bremse abnehmen können. Da war natürlich wieder ein Kampf mit dem Rost. Das heißt, gerade für diesen, ja, für diesen Halter hier drüben, der mit zwei Schrauben festgemacht ist, am Träger, den musste man lange einwirken lassen, Rostlöser. Und gerade dieses Teilchen, was wir jetzt hier in der Hand halten, das ist gerade im unteren Bereich immer extrem verrostet, wo man sieht, die Unterkante, genau, da sieht man es ganz deutlich, lange einwirken lassen, sonst tut man sich da lange umeinander anstrengen, bis man dieses Teil hat. Das rostet nämlich genau da am meisten fest, wo das Handbremsseil in der Mitte rauskommt. Und jetzt können wir euch auch das Ankerblech problemlos abnehmen, kommt in den Müll, ist ganz klar. Und wir haben jetzt hier noch ganz schön zu sehen das hintere Teil vom Radlager noch drin. Das werden wir jetzt mit unserem normalen Radlager-Ausbauwerkzeug herausziehen. Und dann können wir auch noch den Rest vom Handbremsseil hinten noch schön rausziehen, sobald sich das gangbar gemacht hat. Und unser Lenker ist fertig zum Bearbeiten vom Schleifen und vom Entrosten. Hier drüben sieht man auch schon, ein Lager hat es auch schon beim Ausbauen komplett zerstört. Das war so festgerostet an der Schraube. Da kommen auch wieder spezielle Lager rein an der Stelle. Auf der anderen Seite auch. Also alles, was wir an PU-Lagern bekommen können, werden wir hier an dem Fahrzeug auf jeden Fall verbauen. Jetzt geht es zum Ausbau am Längslenker an den Lagern, die in der Karosserie unten befestigt sind, nach vorne hin. Die ja auch ein kleiner Schwachpunkt sind, bei 46. Und dabei ist es ja einfach ratsam, wenn man nicht versucht, das Lager in einem Stück herauszubekommen. Aus dem Grund, weil außen herum ist das Lager aus Aluminium. Und das wird mit der Zeit so dermaßen verrostet am Träger außen herum, dass man es eigentlich gar nicht rausbekommt mit einem normalen Abzieher. Sondern wir machen immer erst das mittlere Gummiteil heraus. Das heißt, da ist die mittlere Metallstütze, wo die Schraube drin ist, mit dem Gummi. Und dann erst, wenn wir das Mittelteil komplett ausgebaut haben, schlagen wir sozusagen den verbleibenden Aluminiumring nach innen aus und können dann den Aluminiumring ein Stück rausziehen. So, hier sieht man jetzt, dass das mittlere Gummiteil nach oben rausgezogen wird. Hier oben ist es auch schon relativ weit draußen. Und hört auch ein bisschen das Knistern, das ist vom heißen Gummi, vom Heißmachen. Dampft auch ein bisschen. Das ist nur das Hinweis, geht viel einfacher, wenn es schön warm ist. Und man sieht hier außen den Steg, also den Aluminiumsteg, der bleibt unberührt im Längslenker drinnen. Und jetzt gleich haben wir den kompletten Gummiansatz draußen und können uns dann an den Aluminiumrand machen. Ja, der Gummi ist jetzt schon relativ weit nach oben gerutscht, auch das Mittelstück. Irgendwann mal wird der Gummi wahrscheinlich sich lösen vom Metall innen drin. Das ist alles eine Pampe, sieht man jetzt schon, ja, hat sich wieder ein bisschen was gelöst. Und dann kann man das Mittelstück komplett wegnehmen. Übrigens kann man das auch genauso im eingebauten Zustand machen. Wie gesagt, die Lager sind doch ab und zu mal kaputt beim E46. Dann kann man nämlich den Lenker ein Stück nach unten runterziehen und dann genau mit so einem Aufsatz im Endeffekt das Mittelteil herausziehen und das Aluminium sieht man jetzt gleich, kann man auch im eingebauten Zustand relativ einfach herausnehmen.
Nur wie gesagt, mit einem Stück ist eigentlich fast nicht möglich, das ganze Ding herauszubekommen. So, jetzt sehen wir es gleich. Das ist schön heiß, Vorsicht. So, jetzt sehen wir also hier das komplette Teil. Ja, genau. Hier ist das Mittelstück, also in einem Stück sogar rausgekommen. Gar nicht viel kaputt gegangen. Und dahinter, wenn wir jetzt gleich dahinter schauen, ist dann der Lenker. Und so ist der Lenker jetzt mit dem Metallring noch. Und den Metallring werden wir jetzt stückchenweise nach innen reinschlagen in einer Stelle. Und dann können wir den kompletten Metallring hoffentlich nach oben und nach unten. Ich glaube, hier ist die Oberseite hier. Ja, müsste hier oben sein. Nach oben rausziehen. Jetzt klopfen wir, wie gesagt, den Aluminiumring außen nach unten, soweit, dass wir möglichst Platz haben, mit einem Schraubenzieher nach innen durchzufahren. Man sieht, das ganze Aluminium bröselt jetzt wirklich weg. Also da hat man keine Chance, diesen Ring komplett mit dem Abzieher rauszuziehen. Nachklopfen, dass man sich stückchenweise nach hinten durcharbeitet. Bis man hinten sozusagen wieder rauskommt. Und dann hat man zumindest mal eine Seite komplett befreit. Mal wieder runterhebeln. Ja, jetzt sieht man schon, wie der Ring sich komplett auch löst vom Lenker. Ja, das sieht ganz gut aus. Und irgendwann, wenn er komplett frei ist, dann kann man ihn auch komplett hinten rausschlagen oder nach vorne rausziehen, je nachdem, wie es einfacher geht. Wie Sie schon, da hinten ist er schon ziemlich weit draußen. Können wir mal schauen, ob wir durchschlagen können. Oder auch in die andere Richtung, also von der Seite probieren. Ja, da kommt er schon. Ein bisschen fest, an einigen Stellen hält er noch, aber jetzt ist er gleich draußen. Jawohl, unten nochmal. So, und jetzt sieht man mal, was sich da innen am Lenker für Reste befinden. Also das jetzt nur als Hinweis, wenn jemand so eine Arbeit mal demnächst machen muss. Nicht darauf hoffen, es geht ein Stück raus, ist so gut wie unmöglich. Immer Mittelteil erst raus und dann den Außenring, so wie auf die Art und Weise, wie wir es jetzt gerade gemacht haben, erstmal lösen und dann rausmachen. Jetzt natürlich alles schön im Schleifpapier sauber machen, das geht nämlich relativ leicht weg, sieht man. Alles schön sauber machen und dann erst können nach dem Lackieren und alles, wenn alles fertig ist, die neuen PU-Lager auch wieder eingesetzt werden. So sieht jetzt unser aktueller Stand aus vom Zerlegen der Hinterachse. Das Differential ist natürlich schon komplett auf die Seite gelegt und wir haben jetzt den Hinterachsträger komplett ausgebaut. Die beiden Längslenker sind komplett ausgebaut, die Radlager sind ausgebaut. Jetzt kommen nur noch hier oben die oberen Lager, die unteren noch heraus, die werden auch noch getauscht. Und die vorderen Lager, was wir gezeigt haben, sind natürlich auch schon ausgetauscht, also nicht ausgetauscht, sondern ausgebaut. Und jetzt kommt erstmal diese ganze Einheit zum Entrosten und zum Lackieren. Und sobald das dann da ist, geht es weiter mit dem Einbau der Radlager, Einbau der Gummilager, die wir alle ausgebaut haben und die werden gegen neue ausgetauscht. Und dann geht es auch schon in den Einbau in den Kompakt.